Hallo? Na? Du willst auch mit ins Video? Jetzt doch nicht. Okay. Willkommen, meine Lieben. Ich habe euch auf Instagram gefragt, beziehungsweise eine Zuschauerin hat mich gefragt, ob ich mal eine Zeit lang zeigen kann, was ich koche. Und zwar mit einem relativ guten Argument. Und zwar hat sie gesagt, dass sie immer sehr wenig Zeit zum Kochen hat und manchmal auch keine Lust hat, weil ich immer so, wenn ich mal eine Kochstunde mache, so sehr unkompliziert und sehr einfache Rezepte mache. Ich koche schon zwischendurch mal aufwendig, aber dann doch eher selten. Ich glaube, so wie das bei den meisten Menschen ist, oder? Auf jeden Fall der Grund, warum ich niemals auf diese Idee gekommen bin, zu zeigen, was ich denn eigentlich esse, ist eben genau der Grund, weil ich eben nicht super schick esse. Ich gucke nicht Makro, Mikro, wie viel Eiweiß, wie viel irgendwas und mal sehen Sachen, die ich mache, schön aus, mal sehen sie nicht so schön aus. Ich glaube, ich esse wie ein relativ normaler Mensch, der versucht, halbwegs gesund zu essen. Also früher war ich absolut Team Kartoffelbrei aus der Tüte, Team Tiefkühlpizza, Team Nudeln aus der Tüte und noch nicht mal die im Gefrierfach, sondern dieses getrocknete Zeug, das man sich mit Sahne und Wasser anrührt. So ein richtiger Student. Und im Vergleich zu diesem Menschen, der ich vorher war, esse ich jetzt mittlerweile relativ ausgewogen und gesund, aber immer noch halbwegs einfach, würde ich sagen. Und auch halbwegs günstig. Schon teurer als früher, aber kauf mir jetzt auch mal Erdnussmus irgendwie für 4 Euro das Glas. In meinen Augen ist es jetzt nicht super inspirierend, aber vielleicht, keine Ahnung, hat der ein oder andere von euch noch nie Kontakt mit Veganismus gehabt oder sucht ein paar Rezepte, die einfacher sind, Sachen, auf die man nicht so kommt. Ich wäre vor einem halben Jahr niemals auf die Idee gekommen, mir Süßkartoffelpommes zu machen. Und jetzt esse ich das gefühlt mindestens alle 14 Tage, wenn nicht sogar alle 7 Tage. Also deswegen, ja, habe ich jetzt einfach mal 5 Tage mein Essen gefilmt und euch mitgenommen. Genau, deswegen halte ich meinen Schnauze und sage, let's go. So, zum Frühstück gibt's Haferflakes. Das sind die hier von Köln. Die esse ich allerdings nicht immer. Die habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Also die Cornflakes, die ich morgens esse, die wechsle ich immer, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Und da mache ich dann einfach immer ein bisschen Apfel rein oder anderes Obst, aber eigentlich ist es meistens Apfel und ein paar Nüsse. Die habe ich immer in diesen Dingern und dann mache ich die hier drauf. Okay, nein, eigentlich kippe ich sie direkt hier rein. Jetzt guckt ihr mir zu. Also mache ich das jetzt in schön. Und dann kippe ich das einfach mit irgendeiner pflanzlichen Milch auf. Weißmilch ist alle, habe aber noch Hafermilch. Um ehrlich zu sein, ich kaufe eigentlich immer nur Hafer- und Reismilch im Wechsel. Oh, das ist aber ein besonders schöner Winkel. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, ich esse voll oft richtig lange am Stück morgens dasselbe. Dann habe ich auch immer Hunger morgens da drauf, wenn ich mich erstmal daran gewöhnt habe. Und irgendwann, also jetzt zum Beispiel, ist die Packung leer. Und dann kaufe ich entweder andere Cornflakes oder ich fange halt wieder an, Brot zu essen, bla bla. Aber ich habe jetzt gedacht, kaufe jetzt mal keine neuen Cornflakes, dann kann ich euch zeigen, was ich sonst noch so morgens esse. Tschüss. So Leute, it's dinner time. Heute Mittag habe ich irgendwie nur so ein paar Toast gegessen, weil ich keine Zeit hatte und ich habe vergessen, es zu filmen, aber es war auch super unspektakulär. Ich brauche jetzt nicht zeigen, wie ich irgendwie Toast mit Marmelade esse. Und heute Abend gibt es Süßkartoffel-Wedges. Die sind nicht selber gemacht. Ich mache die eigentlich immer selber, aber ich wollte die einmal probieren. Die habe ich irgendwie aus dem Neukauf. Ich weiß nicht, Marke von Edeka oder so. Sind ganz in Ordnung. Ich mag die selbstgemachten lieber, aber ich finde es immer ganz gut zu wissen, dass man eine Alternative hat, falls man mal wirklich überhaupt gar keine Zeit hat. Dann ist hier die vegane Mayo vom Edeka. Gewürzketchup. Und das ist einfach ein Salat. Rucola, Tomate, Pilze mit so einem Dressing aus Öl, Tahin, Sojasauce und Agavendicksaft. Ist ganz geil eigentlich. Sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Das ist mein Abendessen. Und es ist eine sehr große Portion. Aber ich bin ja auch ein großes Mädchen und das will ich ja auch bleiben. Es ist Frühstückszeit für uns. Und was gibt es denn bei den Menschen? So, guten Morgen, Leute. Ja, hallo. Cool, ja. Heute Morgen gibt es Overnight Oats. Das sind einfach Haferflocken, Erdnussmus, Milch. Das ist auch nicht gekocht. Und ich mag das super gerne. Ich kann euch hier oben mal das Video verlinken. Da habe ich das mal vorbereitet und gezeigt, wie ich das wirklich mache. Das Rezept habe ich irgendwann mal in so einer Fitness-App gefunden. Und ich finde das super geil. Also ich finde das 1000-mal geiler als aufgekochtes Porridge. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich liebe das sehr, sehr doll. Und es ist super einfach. Wenn man das am Vortag macht, schmeckt das sogar noch besser. Und das geht super schnell. Es dauert nur 2 Minuten. Ja, und
koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch und Süßstoff. Ich bin immer noch ein Aspartam-Opfer. So, Leute, ich präsentiere euch mein Mittagessen. Sieht ein bisschen aus wie Fleischbällchen, ist es aber nicht. Das ist rote Beete mit Datteln. Das ist eigentlich so ein roh veganer Snack. Den habe ich von Is Happy. Ich habe es aber ein bisschen verkackt und habe versehentlich gekochte rote Beete gekauft. Und es ist eigentlich so eigentlich roh. Rote Beete sein. Ich habe beim Einkaufen einfach überhaupt nicht nachgedacht und einfach ins Regal gepackt. Ich werde euch aber auf Instagram nochmal wissen lassen, wie es schmeckt mit roher Rote Beete. Kann man machen. Und es ist halt gerade so scheißen heiß draußen, dass ich mir gedacht habe, ich mache mal einfach was Kaltes zur Überbrückung bis heute Abend. So, Leute, ich habe krasse Rückenschmerzen und kann deswegen nicht besonders lange stehen heute. Und deshalb gibt es heute was Einfaches. Ich habe bei, ich glaube, im Aldi diese gut Bio-Fusilli, die sind aus Kichererbsen, habe ich noch nie gegessen. Das gibt es noch in zwei anderen Geschmacksrichtungen. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich mache noch was von gestern von meinen Eltern warm. Das sind einfach Nudeln mit Tomatensauce. Und auf die hier kommt Pesto. Ja, ich mag total gerne grüne Pesto. Eigentlich kenne ich das nur mit Basilikum und so. Das ist jetzt Petersilie. Das ist auch eine relativ teure. Die habe ich zufällig im Bioladen gesehen. Mal gucken. Yes! Und so sehen die fertigen Teller aus. Also das schmeckt sowieso geil. Es ist halt einfach Nudeln mit Tomatensauce. Und das, wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, es schmeckt sehr gesund? Ich glaube, Kevin wird meckern. Ich glaube, die Kombination aus gesunden Nudeln und gesundem Pesto ist ein bisschen... Weil es ist halt Petersilie. Aber Petersilie ist ja schon immer so ein bisschen... Bitter? Na, mal gucken. Genau das. So sieht ein Mann aus, der nicht lügen will. Good morning, Boys and Girls. Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und frühstücke jetzt. Ich weiß jetzt übrigens, warum ich kein Daily Vlogger bin. Man muss sich ja dann ständig in seiner wahrhaftigen Räudigkeit zeigen. Also, das wäre ja nichts für mich. Ne? Ich habe mich extra vom Licht weggedreht, damit ihr meine Pickel nicht sehen könnt. Also zum Essen, ich war gerade im Fitnessstudio. Und wenn ich Sport mache, was ich das letzte Mal vor 4 Monaten gemacht habe, aber auch heute... Da mache ich das gerne, dass ich vor dem Sport morgens eine Banane esse und dann danach erst frühstücke, weil mir das dann nicht so schwer im Magen liegt. Und es gibt dasselbe wie meistens in letzter Zeit. Übrigens, normalerweise rühre ich das immer direkt um, aber weil ihr jetzt zuguckt, lasse ich das immer noch vorher so, weil das dann schöner aussieht. Das sind die Overnight Oats. Die sind so lecker und halt auch mega gesund. Da ist alles drin, weil ich bin nicht so gut da drin, so Obst und Nüsse in andere Gerichte zu integrieren. Und dann denke ich mir, dann pfeife ich mir das lieber morgens rein, weil im Frühstück finde ich das ganz geil. Aber ich bin jetzt nicht so, ich mache mir meinen kleinen Obstsalat. Ich bin mehr so, kann ich mal bitte die Tafel Schokolade 500 Gramm haben? Und dazu gibt es einen schwarzen Tee. Ich habe Mittag gekocht vor allen Dingen. Es ist weniger kochen als schnell in eine Pfanne hauen. Und es ist nur ein ganz bisschen jetzt, weil wir schon in 3 Stunden Abend essen, weil wir uns verabredet haben zum DVD gucken und essen. Genau, deswegen gibt es einfach, das ist ein Rucola-Salat mit Tomaten und Radieschen und Öl und Balsamico, Salz und Pfeffer und einfach Soja-Nuggets. Die aus dem Netto sind übrigens die geilsten, meiner Meinung nach. Das sind die billigsten und die geilsten. Und ich esse dazu immer Senf und Curry-Ketchup. Genau, ja. Für manche Leute ist das bestimmt eine normale Portion, aber für mich ist es eine kleine Portion. Und ich versuche, vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ich irgendwas daneben lege, was in irgendeiner Art und Weise, na, wer findet das eklig, dass ich mein Essen so anpacke? Ist nicht mal meins, ist Kevins. Ich versuche immer, auch wenn ich irgendwie Ersatzprodukte esse oder mal irgendwie doch Fastfood esse oder eine Fertigpizza, versuche ich zumindest immer einen Salat daneben zu legen. Bon Appetit! So, Leute, es ist Abendbrotzeit und weil der ganze Scheiß im Backofen länger braucht, habe ich mir überlegt, ach, ich mache so einen kleinen Vanillepudding selber. Ich habe es jetzt schon voll verkackt. Sieht richtig eklig aus. Ich hoffe, das wird überhaupt fest. Ich schwöre, ich habe noch nie Pudding selber gemacht. Er hat voll die geile Konsistenz gekriegt. Ich bin ein bisschen stolz. Allerdings, naja, schmeckt halt nach Milch mit Zucker, ne? Wir lassen das unkommentiert. Es gibt heute Dürüm, auf jeden Fall dieses türkische Fladen. Ich glaube, das ist türkisches Fladenbrot. Vielleicht ist das auch was Indisches. Auf jeden Fall kaufe ich immer so dünnes Brot und mache das in den Backofen oder in die Pfanne und kaufe immer Hummus dazu. Das ist jetzt gekaufter mit rote Beete und ich mache oben immer noch so ein bisschen Öl drauf. Das haben die in Spanien immer gemacht und es hat so viel besser geschmeckt. Und wir wollen ja auch kein Gewicht verlieren. Nicht, dass wir hier noch irgendwie Verluste machen. Und dann habe ich einfach einen Salat mit Tomaten, Öl und Essig. Das sind so, ich glaube, so Börek-Dinger. Die isst Kevin auf jeden Fall voll gerne. Und das ist mein Pudding. Schmeckt so mittel,
Aber ich dachte, wenn ich ihn schön dekoriere, dann hebt es das vielleicht wieder aus. Ich finde ja Beeren super geil, aber ich kaufe die nie, weil ich da viel zu geizig für bin. Geht es noch jemandem so? Weil ich mir denke, 3,99 für Himbeeren, are you fucking kidding me? Und jetzt gibt's Modern Family dazu. Essen ist fertig. Woo! Wo ist mein Dürre? Wo ist mein Modern Family? Gibt keinen Modern Family. Ernsthaft nicht? Hm. Ja, dann gib her. Wir hatten einen Deal. Du lädst mal dein Family, ich mach Essen. Ich kann die alte Folgen laden. Jetzt gibt's Frühstück. Also wir frühstücken ganz normal, wie wahrscheinlich die restliche Welt das auch tut. Wir stellen Brötchen auf den Tisch und dann belegen wir die einfach. Und dazu gibt's Kaffee, Erdnussbutter, Cashewmus. Das ist immer relativ teuer, weil meine Mutter isst das total gerne. Und wir sind ja gerade bei meinen Eltern. Marmelade, Margarine. Das Kevin und das ist das Liebe. Einfach. Das ist der Hummus, den wir gestern gegessen haben. Ich esse Hummus ehrlich gesagt nicht so gern zum Frühstück. Das, was ich meistens morgens immer esse, ist Tomaten. Tomaten mit Salz und Pfeffer. Da gehe ich voll drauf ab und danach irgendwie Marmelade, irgendwas Süßes. Oder Lotuscreme, die habe ich aber gerade nicht da. Und jetzt halte ich meine Schnauze, damit ja, du endlich... Ja, ich will essen. Los, da rein, Blian. So Leute, wir haben 18 Uhr, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt koche ich mir Nudeln. Ich esse ehrlich gesagt nicht so gern Vollkornpasta, aber ich habe mich vergriffen. Ich esse nämlich immer Dinkelnudeln. Falls ihr Vollkornpasta auch nicht so gern mögt, die ist mir immer so ein bisschen zu sandig, hart. Und dann probiert mal Dinkelnudeln. Aber jetzt, die müssen halt weg, ich habe sie gekauft. Und dazu mache ich mir jetzt so Pilz-Tahin-Soße. Falls ihr übrigens Tahin nicht kennt, das ist so Sesampaste. Meine Freundin Sophia hat da immer Rezepte mit, also ganz viele kochen damit. Und ich kannte das bisher aber nicht und ich probiere gerade ganz viele Sachen damit aus, weil ich mag das ganz gern und das kann man echt gut integrieren. Genau, und jetzt habe ich mir ein Rezept im Internet ausgesucht mit Pilzen und I don't know, let's try. Das ist das finale Ergebnis. Vollkornnudeln mit Pilzen, Tahin, bisschen Sojasauce und so, Knoblauch und Rucola-Salat mit Paprika und Tomaten, einfach mit Öl, Essig, Salz, Pfeffer und ein bisschen Senf und Agavendicksaft. Also so ein bisschen Senf-Honig-mäßig. Ich muss sagen, das hat jetzt halt auch wirklich nicht lange gedauert, ne? Also ich habe jetzt vielleicht 15 Minuten in der Küche gestanden. Die Soße war innerhalb von 2-3 Minuten fertig und während ich die Nudeln gekocht habe, habe ich den Salat geschnittelt. Also das war wirklich eine schnelle Geschichte. Ja, Leute, that's it. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich auch einige Sachen gemacht, die nicht so gut geschmeckt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, habt ihr eure festen Gerichte, die ihr immer habt oder probiert ihr neue Sachen aus? Ich bin gerade richtig wieder in so einer Ausprobierschleife. Ich probiere dann mal einen Vanillepudding selbst zu machen oder ich probiere mal ein neues Dressing. Und da kommen natürlich auch Sachen raus, die jetzt nicht so geil schmecken oder nicht super toll. Die mache ich dann nächstes Mal besser oder gar nicht mehr. Und das habe ich jetzt trotzdem einfach mal so gezeigt, weil das halt einfach so sieht's aus, wenn ich esse und koche. Falls ihr aber mal Interesse daran habt, dass ich vielleicht mal so eine Woche lang meine besten Rezepte zeige, also dass ich jetzt wirklich nicht sage, ich filme jetzt einfach, was ich sowieso gegessen hätte, sondern ich esse jetzt wirklich mal eine Woche meine absoluten Lieblingsrezepte, dann könnt ihr mir das bitte mal in die Kommentare schreiben oder irgendwie wissen lassen, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. So macht man das. So mache ich das ab jetzt. Oder nach unten, halt, wenn ihr irgendeinen Daumen vergebt. Egal, ob ihr Daumen nach oben oder nach unten macht. Das heißt jetzt, das machst du jetzt, Jaco. Auf jeden Fall schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr das mal möchtet. Dann kann ich mal so die abgesegneten, als gut befundenen Rezepte mit euch teilen. Ich verlinke hier nochmal irgendwie ein kleines Koch und meine Kochstunden und irgendeinen anderen Scheiß, weil das macht man so. Ihr seid süß, ihr seid klein. Adios, amigos. Ciao, Kakao.